Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, was wir von den CI-Trägern gelernt haben, die sich für den Kanso der ersten Generation entschieden haben. Wir haben sie nämlich gefragt, was Cochlea noch verbessern könnte und welche neuen Eigenschaften der Kanso 2 unbedingt aufweisen sollte. Und all diese Erkenntnisse haben wir zusammengefasst und gründlich ausgewertet und wir haben all die tollen Ideen in den Entwicklungsprozess von einem neuen Kanso 2 mit einfließen lassen. Das heißt, der neue Kanso 2 weist all die Eigenschaften auf, die sich die meisten CI-Träger, mich selbst eingeschlossen, gewünscht haben. Ich werde euch heute also zeigen, was den Kanso 2 so einzigartig macht und wir werden ihn ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden uns das Design anschauen, die Größe, das Gewicht und natürlich auch die Steuerung. Lasst uns anfangen. Wir fangen mit dem Design an. Wir schauen uns mal an, wie der Kanso überhaupt aussieht. Also wie ihr seht, ist das Design von dem Kanso sehr einfach gehalten. Er sieht elegant aus und unaufdringlich und das ist eben auch das, was den Kanso 2 auszeichnet, was ihn ausmacht. Das war auch schon bei dem Vorgängermodell so, bei dem Kanso 1, als Cochlea ihn im September 2016, also vor knapp 4 Jahren, auf den Markt gebracht hat, war er vollgepackt mit neuester Technologie, sah aber sehr schlicht aus und war einfach zu bedienen. Und das ist eben das, was ihn ausmacht, das ist sein Erkennungsmerkmal. Kanso steht im Japanischen nämlich für Einfachheit. Der Begriff bedeutet Minimalismus. Es geht darum, Unordnung zu eliminieren, Unordnung zu beseitigen und sich einfach auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das ist eben das, was den Kanso 2 auch ausmacht. Wir haben diese Leitidee beibehalten und einfach nur ein wenig weiterentwickelt. Ich zeige euch auch mal das Vorgängermodell, also den Kanso 1. Ich werde die beiden Prozessoren mal so nebeneinander legen, damit ihr besser vergleichen könnt. Rein von der Optik her hat sich schon viel verändert. Der Kanso 2 hat nämlich keine Tasten mehr. Ich werde die Prozessoren aber auch mal auseinanderbauen, damit ihr sehen könnt, wie sie von innen aussehen. Man kann schon auf den ersten Blick erkennen, dass der Kanso 1 mit Batterien betrieben wird. Der Kanso 2 verfügt schon über einen Akku. So sieht die Innenseite von dem Prozessor aus. Die kleinen zwei Punkte hier, das sind die Mikrofone. Ihr könnt sehen, es sind zwei. Cochlea hat schon immer sehr viel Wert drauf gelegt, die Sprachprozessoren mit zwei Mikrofonen auszustatten. Warum ist das wichtig? Es ist für die CI-Träger enorm wichtig, zwei Mikrofone zu haben, um sich in einem Raum besser orientieren zu können, also für das Richtungshören, aber natürlich auch für das Sprachverstehen im Störlärm. Die kleinen schwarzen Punkte hier, das sind die Mikrofonschutzprotektoren. Wie ihr sehen könnt, sind sie hier in der Plastikabdeckung fest integriert. Bei dem Vorgängermodell, bei dem Kanso 1, stecken sie noch in dem Prozessor drin. Auf mich macht der Kanso 2 einen hochwertigen Eindruck. Er ist auch sehr gut verarbeitet. Ihr könnt hier auf der Rückseite sehen, bei dem Kanso 1 waren noch drei kleine Schrauben angebracht. Bei dem Kanso 2 sind sie nicht mehr da. So, schauen wir uns jetzt mal die Größe an. Der Kanso ist insgesamt 38 mm lang und 34 mm breit. Er ist hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein wenig zugespitzt. Das heißt, wir messen den breitesten Punkt hier ungefähr da, wo sich das Cochlea-Logo befindet. Und er ist 12,5 mm schmal. Das heißt, der Kanso 2 ist momentan der kleinste Sprachprozessor auf dem Markt, der nicht hinter den Ohren getragen wird, sondern direkt am Kopf. Für mich als CI-Trägerin bedeutet das, dass ich ihn problemlos unter den Haaren verstecken kann und er so gut wie gar nicht auffällt. So, jetzt kommen wir zum Gewicht. Der Kanso ist 14,2 Gramm leicht, wenn man sich für die leichteste Magnetstärke entscheidet. Das heißt Magnetstärke 0,5. Es gibt insgesamt 5 unterschiedliche Magnetstärken. Ihr könnt sehen, ich habe mich für Magnetstärke 3 entschieden und mein Kanso wiegt ungefähr 15 Gramm. Das heißt, je stärker das Magnetstück, desto schwerer ist es auch. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn das ist bei allen Sprachprozessoren so. Das Wichtigste ist einfach, dass man das Gewicht am Kopf nicht spürt.
Bei mir ist es mittlerweile wirklich so, dass ich manchmal vergesse, dass ich die CIs am Kopf habe, weil der Kanso einfach so klein und so leicht ist und auch unter den Haaren steckt und nicht hinter meinen Ohren. Und das ist natürlich ein unglaublich schönes und befreiendes Gefühl. Jetzt kommt das Highlight ganz zum Schluss. Ich habe schon am Anfang erwähnt, smarte Technologie war noch nie so einfach. Und das spiegelt sich eben auch in der tastenlosen Steuerung wider. Das heißt, der Kanso 2 hat keine Tasten mehr. Bei dem Sprachprozessor, der hinter den Ohren getragen wird, also der Nucleo 7 beispielsweise, den ich auch gerade anhabe, weil ich euch gerade den Kanso 2 zeige, der ist noch mit 2 Tasten ausgestattet. Bei dem Vorgängermodell, also bei dem Kanso 1, hat Cochlear schon auf eine Taste verzichtet. Das heißt, der wurde komplett nur mit einer Taste gesteuert und bedient. Und bei Kanso 2 ist Cochlear noch einen Schritt weiter gegangen und hat auf die Tasten komplett verzichtet. Das heißt, der Prozessor ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, hier in der Mitte. Und wenn ihr einfach auf das Cochlear-Logo tappt oder klickt, dann kann der Prozessor ein- und ausgeschaltet werden. Ich mache das jetzt mal vor. Wenn ich 2-mal auf das Cochlear-Logo klicke, geht der Prozessor an. Wenn ich 3-mal auf das Cochlear-Logo tappe, geht der Prozessor aus. Und wenn ich 4-mal auf das Cochlear-Logo tappe, wird der Flugmodus eingeschaltet. 1, 2. So, zuerst leuchtet das Lämpchen immer grün und dann fängt es an, orange zu blinken. Das liegt einfach daran, weil der Prozessor noch kein Implantat identifiziert hat. Er ist ja noch nicht am Kopf. Das Lämpchen würde dann aufhören, orange zu blinken, sobald der Prozessor sich am Kopf befindet. Wenn ich jetzt 3-mal auf das Cochlear-Logo tappe, geht der Prozessor aus. 1, 2, 3. Das Lämpchen fängt dann an, permanent orange zu leuchten und dann wird der Prozessor ausgeschaltet. Wichtig ist, dass man den Prozessor in der Hand hält und nicht einfach auf den Tisch legt, während man ihn ein- oder ausschaltet. Der Prozessor verfügt auch über eine Auto-On-Funktion. Das bedeutet, sobald er sich am Kopf befindet, sobald er ein Implantat identifiziert hat, geht er automatisch an. Für mich als CI-Trägerin bedeutet das, dass wenn ich früh morgens aufstehe und meinen Prozessor aufsetze, kann ich sofort loslegen. Also ich kann sofort hören, der geht automatisch an. Und kurz vor dem Schlafengehen kann ich ihn entweder auf meinen Nachttisch legen, 2 Minuten warten, dann geht er automatisch aus. Oder ich lege ihn einfach in die Ladebox, wo er dann über Nacht geladen und getrocknet wird. Und das Ganze fühlt sich natürlich sehr natürlich und sehr intuitiv an. Das heißt, ich kann einfach meinen Tätigkeiten nachgehen, ohne dass ich am Prozessor etwas aktiv steuern muss. Und das ist eine unglaublich große Erleichterung für mich im Alltag. So, wir sind heute ganz allgemein auf die Optik und auf das Design eingegangen von dem neuen Kanso 2 Prozessor. Wir haben aber noch mehr Videos gedreht und die findet ihr alle auf unserem YouTube-Kanal. Ihr wisst, wie es läuft, wer abonniert, der verpasst auch nichts. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr über ein Upgrade nachdenkt oder ob das eure erste Prozessor wäre. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung und ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.